Schönen guten Tag. Willkommen auf dem Blog des Dialogzentrums Leben im Alter. Heute in der Serie zum Gespräch. Und ich habe mir heute einen Gast, eine Gästin eingeladen, nämlich Sabine Jansen, Geschäftsführerin der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft mit Sitz in Berlin. Schönen guten Morgen erstmal. Ja, guten Morgen, Herr Rösing. Worum geht es heute? Es geht um die nationale Demenzstrategie. Ich schaue einmal nach. Am 1.7.2020 hat das Kabinett die nationale Demenzstrategie beschlossen. Initiiert wurde diese Demenzstrategie, die war ja im Koalitionsvertrag, wenn ich es richtig verstanden habe, auch so vereinbart nach der Allianz für Menschen mit Demenz. Als nächster Schritt wurde initiiert vom Gesundheitsministerium und vom Familienministerium und den Co-Vorsitz, und darum ist Sabine Jansen heute dabei, hatte die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft. Vielleicht erst einmal ein paar Worte zu Ihnen, Frau Jansen, vielleicht stellen Sie sich einmal selber vor. Ja, der 1. Juli hatte auch für mich eine Bedeutung, nämlich am 1. Juli war ich jetzt 23 Jahre für die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft tätig, die meiste Zeit davon als Geschäftsführerin. Das heißt, ich bin schon quasi ein Dinosaurier der Gesellschaft. Vom Beruf bin ich eigentlich Sozialarbeiterin und habe in meinem beruflichen Leben schon eigentlich immer mit Menschen mit Demenz zu tun gehabt, sowohl in der ambulanten Pflege als auch gleich nach der Schule im sozialen Jahr im Pflegeheim, und habe als Sozialarbeiterin in einem Universitätsklinikum gearbeitet und da auch die Geriatrie betreut, wo auch Menschen mit Demenz waren, auch wenn viele damals gar keine Diagnose hatten. Von da eigentlich folgerichtig, dass ich irgendwann bei der Alzheimer-Gesellschaft gelandet bin. Ganz genau. Vielleicht einmal, Sie waren von Anfang an sozusagen auch mit der nationalen Demenzstrategie befasst. Sie waren also Teil dieser Akteure, nicht nur als Alzheimer-Gesellschaft, sondern Sie auch als Person Teil sozusagen des ganzen Verfahrens. Das ist richtig, oder? Ja, das ist richtig. Und auch schon in der vorgeschalteten Allianz für Menschen mit Demenz, die ja von 2014 bis 2018 schon praktisch als Vorläufer tätig war. Genau. Also, am 1.7.2020 wurde dann die nationale Demenzstrategie beschlossen. Ich habe mal ein Zitat Ihrer ersten Vorsitzenden. Dort heißt es, der Prozess war ein zähes Ringen. War es denn so zäh, dieses Ringen? Ja, das kann man schon sagen. Es waren ja viele Akteure. Ich glaube, ganz zum Schluss hatten wir sogar über 50 Akteure aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es jetzt von den verschiedenen Ministerien auf Bundes- und Landesebene, die Kommunen, aber auch verschiedene Organisationen der Zivilgesellschaft, die Anbieter von Versorgungsleistungen, die Kostenträger auf der anderen Seite. Und dann kann man sich schon ausrechnen, dass wir in allen Prozessen, die wir ja rund um das Thema Pflege und Demenz haben, dass es da immer ein Ringen ist und jeder natürlich auch seine Interessen hat. Und es insbesondere dann schwierig ist, wenn man ja auch sich zu bestimmten Dingen verpflichten soll im Rahmen dieser Strategie. Wir gehen gleich auf den Prozess und auf die stärkeren Einzelheiten ein. Ich möchte einfach mal einsteigen oder vielleicht noch vorab. Die meisten oder viele europäische Länder haben schon teilweise seit Jahren eine nationale Demenzstrategie. Jetzt könnte man sagen, besser spät als nie. Aber da hinkt Deutschland tatsächlich diesbezüglich ein Stück weit hinterher, obwohl es von Ihrer Seite, auch gerade von Seite der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, schon lange gefordert ist, eine solche Strategie zu machen. Ja, einerseits ja, weil diese Strategie tatsächlich erst in diesem Jahr verabschiedet worden ist. Frankreich dagegen hat ja schon mittlerweile die dritte oder vierte Strategie, ist auch von Alzheimer-Strategie und der Sarkozy damals noch jetzt zu einer Strategie für neurodegenerative Erkrankungen geworden. Aber ganz so schlecht sind wir auch nicht. Alzheimer Europe, da gehöre ich ja auch dem Vorstand, dann hat gerade so einen Jahresbericht mit so einer Art Benchmarking gemacht. Und wenn man die Allianz für Menschen mit Demenz dazu nimmt sozusagen, dann hat auch Deutschland eigentlich schon seit mehreren Jahren, auch wenn es damals nicht Strategie hieß, doch ein Konzept, wie man der Herausforderung Demenz begegnen soll. Ja. Aber schon auch ein paar Jahre später. Ja. Ich fange mal an mit einem Zitat direkt aus der Einleitung der Demenzstrategie, wo es darum geht, wofür ist die überhaupt gut? Dort steht, Ziel der nationalen Demenzstrategie ist es, die Situation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen in Deutschland in allen Lebensbereichen nachhaltig zu verbessern. Dazu soll der Blick insbesondere auf die Maßnahmen gerichtet werden, die für die Alltagsgestaltung und die gesundheitliche und pflegerische Versorgung von Menschen mit Demenz vor Ort von Bedeutung sind. Jetzt ist es ja so, diese nationale Demenzstrategie soll also gelten für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Wie würden Sie es mit Ihren Worten sagen? Warum ist es so wichtig, dass es eine nationale Demenzstrategie gibt? Naja, allein schon wegen der Zahl von Menschen, die wir in Deutschland haben, die von einer Demenz betroffen sind. Wir reden ja von circa, das sind ja Hochrechnungen, 1,6 Millionen aktuell.
Und wenn man, das sind ja die unmittelbar Betroffenen, also die Menschen, die selbst diese Diagnose haben, aber wir haben ja auch noch die Angehörigen, eine Vielzahl von Angehörigen ja meistens, die auch mit betroffen sind, auch wenn wir sie jetzt nicht Betroffene nennen, von einer Demenz. Von daher ist es schon ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung, der mit einer Demenz zu tun hat. Und gleichzeitig haben wir aber eine Tendenz schon seit vielen Jahren, dass die Familien weniger in der Lage sind, sich um diese Menschen zu kümmern, weil sie selbst berufstätig sind, weil sie weit weg wohnen, weil sie weniger Kinder haben, die Menschen, viele Alleinlebende. Und von daher ist dieser Handlungsdruck, eben gesellschaftlich auf diese Herausforderung zu reagieren, ja auch noch mal größer geworden. Wobei es natürlich tatsächlich schwierig wird, von einem solchen Papier, was ja eigentlich beabsichtigt ist, mit den Maßnahmen tatsächlich bis vor Ort, bis ans Bett, bis in die Einrichtung oder wo auch immer zu reichen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch sicherlich für starke Auseinandersetzung innerhalb der Akteursgruppe gezählt hat. Ja, das ist natürlich ein Problem, weil gerade auf nationaler Ebene sitzen natürlich die Spitzenverbände, sage ich mal jetzt. Wenn man zum Beispiel an die Deutsche Krankenhausgesellschaft denkt, da sind wiederum die Landeskrankenhausgesellschaften Mitglied. Und darunter sind erst die Krankenhäuser. Also von oben nach unten diese ganzen Maßnahmen weiterzugeben, das ist natürlich ein Problem, auch in unserem föderalen Staat, wo natürlich auch vieles auf Länderebene passiert. Oder in mancher Hinsicht auch die Kommunen eine Rolle spielen, die auch wiederum finanziell unterschiedlich ausgestattet sind. Also ich sehe da schon ziemliche Probleme, das runterzubrechen auf die Ortsebene. Und es wird vielleicht an manchen Orten besser gelingen als an anderen. Und das ist eigentlich das, was wir versuchen eigentlich mit dieser Strategie auch so ein bisschen auszugleichen, dass das flächendeckend eine bessere Situation gibt. Nicht nur da, wo die Menschen eh schon engagiert und mit Elan sich dem Thema widmen. Ja. Kommen wir mal zum zweiten Punkt, kommen wir mal in den Prozess. Sie haben selber geschürt, oder wir wollen mal so sagen, erst im Januar 2019 war die offizielle Auftaktveranstaltung. Ich bin sicher, es hat schon viele, viele Vorarbeiten vorab gegeben vor dieser ersten Veranstaltung. Am ersten Teil dieser Veranstaltung habe ich auch selbst teilgenommen auf Einladung der Alzheimer-Gesellschaft. Dort wurde das Vorhaben als solches vorgestellt und nun ist sie abgeschlossen im Juli 2020, was ich für ziemlich sportlich halte eigentlich bei der Masse an Menschen, die dort mitgewirkt haben. Ich will das mal zusammen, ich habe es hier in der Hand, das ist sozusagen die, ich habe es hier mal ausgedruckt, die Demenzstrategie, 130 Seiten plus Anhang, also in 130 Seiten ist das beschrieben, die Strategie. Vielleicht ist es so aufgebaut, es gibt vier Handlungsfelder. Innerhalb dieser vier Handlungsfelder, ich habe es mir aufgeschrieben, gibt es 27 Ziele und 162 Maßnahmen. Und es gibt, wenn man vorne schaut, eine unglaubliche Menge an Akteuren. Also die liest sich zum Teil wie das Who is Who der deutschen sozusagen Demenzbereiche. Man kann man nicht anders sagen. Jetzt meine erste Frage, wie haben Sie die zusammengestellt? Also wer ist auf die Akteure gekommen, wer hat die eingeladen und warum diese und nicht vielleicht auch andere Akteure? Also ein Teil der Akteure hat ja schon 4 Jahre in der Allianz für Menschen mit Demenz zusammengearbeitet und war auch ein bisschen eingespielt schon, sag ich mal, miteinander, weil wir da ja auch schon viele Jahre beraten haben. Aber es sind noch einige Akteure dazugekommen. Federführend waren dabei die Ministerien, die diese Institutionen angesprochen haben. Und manches hat sich auch ergeben aus der Arbeit in den Arbeitsgruppen. Da sind auch später noch welche dazugekommen, weil man überlegt hat, wenn man dieses oder jenes umsetzen will, dann braucht man eigentlich noch diesen oder jenen Akteur. Also von daher ist die Zahl auch im Laufe der Zeit noch ein bisschen gestiegen. Eigentlich war ursprünglich gedacht, dass man die Arbeitsgruppen nicht zu groß macht, damit sie handlungsfähig sind. Wir hatten eigentlich so von Anfang 20 gedacht, das ist auch schon doch durchaus sportlich. Und vor allen Dingen, jeder möchte auch gerne überall mitarbeiten. Ja. Ja. Kommen wir einfach, also es gibt also im Grunde die Demenzstrategie hat sich 4 Bereiche gesucht oder Sie haben, die Akteurinnen und Akteure haben sich 4 Bereiche gesucht. Wie haben Sie diese Bereiche, diese 4 Handlungsfelder, in denen Sie dann Ziele und Maßnahmen entwickelt haben, wie haben Sie die sozusagen herausgefunden oder wie haben Sie sich darauf geeinigt, dass es diese 4 Handlungsfelder sind? Ich sage einmal, welche es sind. Es geht im ersten um die Strukturen zur gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Demenz. Dann geht es einmal um Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen zu unterstützen. Der dritte Punkt ist die Beförderung der medizinischen und pflegerischen Versorgung. Und der vierte Punkt ist sozusagen die Stärkung exzellenter Forschung im Bereich Demenz. Wie kommt man auf diese 4 und nicht auf andere oder
War das etwas, was schon vor diesem Treffen seitens der Steuerungsgruppe stattgefunden hat? Oder ist das auch gemeinsam entwickelt worden, diese Handlungsfelder? Also diese Handlungsfelder sind eigentlich übernommen worden schon von der Allianz für Menschen mit Demenz, die ja schon 2012 haben die Akteure ja damals schon ihr Commitment bekräftigt. Und 2014 bis 2018 hat ja diese Allianz gearbeitet, auch genau mit diesen vier Handlungsfeldern. Und wir haben dann überlegt, zu Beginn der Arbeit an der Strategie, ob man sie nochmal ändern soll. Aber mittlerweile haben wir auch einige Demenzpläne in den Bundesländern. Und zum Beispiel Schleswig-Holstein hat sich wiederum an den Handlungsfeldern dieser Allianz orientiert. Und von daher fand man es jetzt auch schwierig, bei der nationalen Demenzstrategie auf Bundesebene jetzt wieder komplett neu sich zu sortieren. Die WHO hat 7 Handlungsfelder identifiziert, die sich aber zum Teil in diesen 4 Handlungsfeldern wiederfinden. Und damit da so ein bisschen Kontinuität und auch ein gewisser Wiedererkennungswert auf Länderebene ist, hat man sich dann überlegt, man belässt es bei diesen Handlungsfeldern. Das Einzige, was wir damals gemacht haben, ist eigentlich, in der Allianz war die Forschung das Handlungsfeld 1. Und das haben wir zum Handlungsfeld 4 gemacht. Eigentlich gibt es keine Priorität, aber es könnte so sein, dass die Forschung in erster Linie dann als Wichtigstes wahrgenommen wird. Und diesen Eindruck wollten wir möglichst vermeiden, weil das Wichtigste ist ja eigentlich, dass wir da agieren, wo die Menschen auch tatsächlich leben. Forschung ist keine Frage, aber das ist, glaube ich, der bessere Ansatz. Aber ich glaube, das wird auch sehr deutlich, wenn man sie sich mal genauer durchliest, schon von Beginn an, dass tatsächlich auch im Mittelpunkt dieser Demenzstrategie nicht diejenigen stehen und stehen sollten, die den Menschen mit einer Demenz womöglich helfen, sondern die Menschen mit Demenz selber. Das liest man sehr deutlich daraus, denke ich. Das kann man so sehen. Und nun gibt es, und dann gibt es eine Aufteilung der verschiedenen Akteure, die eingeladen worden sind von Ihnen auf die verschiedenen Handlungsfelder. Und auch das ist auch seitens der Steuerungsgruppe passiert oder haben die Akteure gesagt, also ich möchte in diesem Bereich, denn es gibt ja viele Überschneidungen, also viele könnten ja zu vielen Handlungsfeldern etwas sagen und etwas beitragen. Wie hat sich das Ganze konstituiert? Ja, wie gesagt, die Ministerien haben eigentlich den Aufschlag gemacht und dann gab es natürlich Wünsche für die eine oder andere Arbeitsgruppe. Das haben die Ministerien aber, glaube ich, auch ein bisschen versucht, aus Gründen der Gruppengröße doch zu verhindern. Aber die Gruppen wurden dann doch ein bisschen größer als ursprünglich angedacht. Aber eigentlich sind das Vorschläge der beiden federführenden Ministerien gewesen, die Gruppen so zusammenzusetzen. Und wir konnten allerdings auch als Deutsche Alzheimer-Gesellschaft Vorschläge machen oder auch Kommentare abgeben. Nochmal eine Frage dazu. Also initiiert Gesundheitsministerium, Bildungsministerium, Familienministerium und das Bildungs- und Forschungsministerium ist auch an bestimmten Stellen beteiligt. Und dann eben halt den Co-Vorsitz, heißt das, hat die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft. Was bedeutet das denn? Also war das tatsächlich Gleiche unter Gleichen oder war es so, dass Sie eher dem Ministerium sozusagen unterstellt waren auch in diesem Bereich? Also unterstellt sind wir erstmal niemanden. Wir sind ja eine unabhängige Selbsthilfeorganisation, die sich erstmal niemanden unterstellt, sondern nur den Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen verpflichtet fühlt. Ich würde mal sagen, teils, teils. Also zum Teil war es sehr kooperativ, aber man muss doch eigentlich auch sagen, dass das ein Projekt der Ministerien ist und es ist letztendlich auch vom Bundeskabinett beschlossen worden. Aber wir waren doch in allen Arbeitsgruppen vertreten, allerdings nicht in leitender Funktion. Die einzige Arbeitsgruppe, die ich gemeinsam mit Frau Viere vom Familienministerium geleitet habe, war die Arbeitsgruppe 2. Und bei den anderen drei Arbeitsgruppen waren durchaus andere Akteure beteiligt, sodass wir da jetzt auch nicht so eine wahnsinnsführende Rolle hatten. Also das Einzige war wirklich, dass wir Vertreter in allen Arbeitsgruppen hatten, weil wir der Meinung auch waren, dass die Vertretung von Menschen mit Demenz und den Angehörigen auch in jeder Arbeitsgruppe seinen Platz hat und das nicht geht, dass da nur Institutionen für die Menschen mit Demenz sprechen. Das mit der Selbstvertretung ist ja sowieso ein Problem. Wir haben uns von unserem Beirat Leben mit Demenz begleiten lassen, in dem 7 Menschen mit einer Demenz zusammenkommen regelmäßig. Und wir hatten auch einen Workshop vorgeschaltet vor dieser Eröffnungsveranstaltung schon und Wünsche eingeholt. Und über diesen Weg haben wir versucht, das einzuspeisen, weil diese Arbeit an diesen Mengen von Papieren, das ist natürlich gar nicht so einfach zu bewältigen für Menschen mit der Diagnose Demenz selbst. Dann nehmen Sie mir natürlich schon eine von meinen gemeinen Fragen am Ende aus dem Mund. Das wäre ja natürlich eine Frage. Wir gehen nachher vielleicht trotzdem noch mal darauf ein. Natürlich die Frage, warum nicht Menschen mit Demenz direkt teilgenommen haben an diesen Gruppen. Aber da gehen wir später noch mal drauf ein.
Jetzt ist es so, dass das meiste der Arbeit, das steht auch in dem Papier, eben halt vor März diesen Jahres stattgefunden hat oder die meisten Ergebnisse dieser Arbeitsgruppen gesammelt worden sind, also in der Vor-Corona-Zeit. Nochmal einmal eine Frage zum Prozess. Haben sich die Gruppen regelmäßig getroffen oder wurden sozusagen Papiere hin und her geschickt oder beides oder wie auch immer? Also eigentlich war der Prozess der Gruppen schon Ende letzten Jahres beendet. Also die Gruppen haben sich getroffen, 4-mal, ich glaube die AG 3 sogar 5-mal oder waren es 3- und 4-mal, also auf jeden Fall mehrfach im Jahr, recht anspruchsvoll. Und dann wurden erstmal Themen gesammelt für jeden Schwerpunkt, was dann da rein soll. Und wir hätten uns eigentlich ursprünglich mal gedacht, dass wir das mehr priorisieren können. Wir haben ja jetzt eine breite Palette von Maßnahmen über alle Bereiche hinweg. Das war aber schwierig zu realisieren, weil natürlich jeder Akteur auch einen speziellen Fokus auf irgendeine Maßnahme oder irgendeinen Bereich hat. Und da Prioritäten zu setzen, das war nicht so einfach, wie wir uns das ursprünglich gedacht hatten. Zum Teil haben die Gruppen sich noch externe Experten eingeladen. In unserer Arbeitsgruppe 2, die ich natürlich am besten kenne, haben wir das nur in einer Sitzung gemacht zum Thema Unterstützung von Angehörigen und Menschen mit Demenz mit Migrationshintergrund hatten wir Experten, weil wir dann gemerkt haben, uns läuft die Zeit eigentlich weg und wir haben hier so viele Experten in den Gruppen sitzen, dass das eigentlich reicht. Und schwieriger ist es dann geworden, von den Wünschen, sag ich mal so, zum Konkreten zu kommen und dann nachher zu den Selbstverpflichtungen. Ja. Das war eigentlich der anstrengende Prozess, aber der hat komplett im letzten Jahr stattgefunden. Die restlichen Abstimmungen waren dann auch interministerielle Abstimmungen. Dann mussten nochmal die Maßnahmen zwischen den beteiligten Akteuren abgestimmt werden. Das ist dann nur noch auf dem Papierweg erfolgt und auch in sehr kurzen Abständen. Nun stelle ich mir vor, jetzt haben sich diese Gruppen zusammengesetzt. Es war bestimmt kein einfacher Prozess, das gemeinsam jeweils zu konsentieren, was in solchen Zielen und Maßnahmen steht oder welche Ziele und welche Maßnahmen und diese Selbstverpflichtungen, von denen Sie sprachen. Waren da dann die Gruppen selbstständig oder wurde dies alles dann sozusagen ans Ministerium und den Co-Vorsitz geschickt und von dort dann nochmal überarbeitet? Oder wer hat das Ding denn geschrieben, nun wirklich geschrieben? Also es gab ja von Anfang an eine Geschäftsstelle, die beim Deutschen Zentrum für Altersfragen angesiedelt war, auch mit 5 Vollzeitstellen, also 4 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und eine Verwaltungsstelle. Ich glaube, ohne das wäre es gar nicht gegangen, weil die haben sowohl die Protokolle geführt, als auch die Rückmeldung eingesammelt, dann die Papiere in 1000 Versionen immer wieder neu geschrieben und nachher auch den Prozess der Abstimmung zwischen den Akteuren koordiniert, wo es dann nachher ans Eingemachte ging, wie verbindlich formuliert man die Maßnahmen. Also diese Geschäftsstelle hat eigentlich die Hintergrundarbeit gehabt und auch die Protokolle geschrieben. Das hätten wir als Akteure, die wir ja auch noch ein normales Tagesgeschäft haben, gar nicht leisten können. Okay, gehen wir einen Punkt weiter. Gehen wir einmal auf die Handlungsfelder und ich würde Sie bitten, einfach zu diesen unterschiedlichen Handlungsfeldern ein paar Worte zu sagen, denn ich mag jetzt nicht die ganzen Ziele vorlesen, sondern dass man, also es gibt 4 Handlungsfelder, das Ganze ist immer so aufgebaut. Jedes Handlungsfeld ist zunächst beschrieben, dann werden dort Ziele gesetzt und dann werden unterhalb der Ziele verschiedene konkrete Maßnahmen beschrieben und wenn möglich, das hat man mit unterschiedlicher Genauigkeit mal gemacht, wenn möglich Verantwortlichkeit und bis wann Arbeitspakete abgearbeitet werden sollen. Das erste Handlungsfeld heißt Strukturen zur gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Demenz an ihrem Lebensort aus- und aufbauen. Das ist sozusagen das erste Handlungsfeld. Wieso glauben Sie, dass es in diesem Bereich nötig ist, weitere Ziele und Maßnahmen vor allen Dingen zu ergreifen? In diesem Handlungsfeld oder in diesen Orten, Kommunen sind ja da auch genannt, da leben natürlich die Menschen mit Demenz. Da gehen sie einkaufen, da fahren sie mit dem Bus, da wohnen ihre Angehörigen, da gehen sie vielleicht noch zu Beginn der Krankheit ihren Hobbys nach. Also in der Kommune spielt sich ja das Leben ab. Gerade von Menschen, die noch am Beginn der Erkrankung sind und noch vieles ja, wie wir machen können. Und da sind natürlich die Erwartungen auch an die Kommunen groß, dass sie sich dafür einsetzen, dass es da zum Beispiel Ansprechpartner gibt. Aber da sind auch andere verpflichtet. Das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat ja ein neues Programm zur Gründung von lokalen Allianzen aufgesetzt, die gerade da, wo es bisher nichts gab, möglichst solche Allianzen neu schaffen sollen. Vielleicht, wenn ich einmal kurz unterbrochen darf, in der Akteursliste sind also die Kommunen und Städte waren auch beteiligt sozusagen an der Arbeit. Sogar in der Leitung dieser Arbeitsgruppe. Genau. Okay, wobei das ist natürlich auch schwierig ist, weil natürlich
eine Verpflichtung für alle Kommunen kann man natürlich schlecht eingehen. Ne? Das muss auch klar sein. Deswegen steht auch an verschiedener Stelle, wirken darauf hin, dass ihre Kommunen dies und jenes machen. Weil man kann die Kommunen... Also, wirken darauf hin ist sowieso eine Redewendung, die ziemlich häufig in der Demenzstrategie vorkommt. Auch dazu kommen wir noch mal später. Kommen wir zum zweiten Handlungsfeld, was sich erstmal vordergründig offensichtlich gar nicht so sehr unterscheidet vom ersten. Das zweite heißt nämlich Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen unterstützen. Ja, das zweite Handlungsfeld, sieht man jetzt nur die Überschriften, wirkt das sehr ähnlich zum ersten. Was ist inhaltlich anders an diesem Handlungsfeld? Also es gibt natürlich Überschneidungen. Das ist uns auch bei der Erarbeitung passiert, dass manche Themen dann von einer Arbeitsgruppe in die andere gewandert sind, weil man sich irgendwie entscheiden musste, um nicht auch alles doppelt und dreifach da zu haben. Das gibt es natürlich. Aber das Handlungsfeld 2 unterscheidet sich insoweit, weil es da um konkrete Unterstützungsmaßnahmen gibt. Zum Beispiel die Beratung von Angehörigen ist da ein Thema. Ja. Die Beratung in rechtlichen Fragen ist ein Thema. Die hospizliche Versorgung. Also ganz konkrete Hilfsmöglichkeiten. Also nicht so sehr das Leben im Alltag, sondern mehr schon auf die Unterstützung und die Herausforderung, die so eine Demenz für die Familie mit sich bringt, gerichtet. Ich fand es ganz bemerkenswert, gerade diesen Punkt der Beratung, weil ja doch sehr explizit in der Demenzstrategie eine fachspezifische Beratung wieder gefordert wird, was mich persönlich sehr freut in diesem Feld. Aber das war ja nicht, ist denn nicht unumstritten. Es gibt ja auch Leute, die sagen, wir bräuchten Beratungsstellen, die gar nicht so fachspezifisch sind, sondern die sich ab und zu für bestimmte Felder noch Expertise einholen. Hier hat sich die Demenzstrategie ziemlich deutlich positioniert auf eine fachspezifische Beratung. Ja, das war uns auch ein wichtiges Anliegen. Also wir haben ja eigentlich relativ viele Beratungsangebote, auch im Bereich der Pflegeversicherung. Wenn es jetzt die 7a Pflegeberatung ist oder die 37er Beratung oder die häusliche Schulung nach 45 SGB 11. Also eigentlich gibt es relativ viel und trotzdem wundert man sich immer, dass die Menschen nichts davon wissen und dass es auch unterschiedliche Akteure sind, die es durchführen. Und was wir uns eigentlich gewünscht oder was wir uns wünschen, ist eigentlich, wenn jemand so eine Diagnose Demenz kriegt, dass es dann einen Ansprechpartner gibt, der berät und der auch so ein Stück weit über die Krankheitsphasen hinweg begleitet. Das ist schwierig, weil da müsste man das ganze System umgraben. Wir haben so Ansätze jetzt drin in der Strategie, zum Beispiel diese Dementia Care Manager, die ja so schon sehr früh in der Hausarztpraxis ansetzen. Da soll geprüft werden, ob das ein Regelangebot werden kann. Genau. Aber von daher, uns war als Organisation auch dieser Beratungseffekt sehr, sehr wichtig, weil wir auch im Alzheimer-Telefon merken, wie spät die Leute manchmal zu uns kommen dann. Genau. Der dritte Punkt ist ein Punkt, mit dem ich mich natürlich selber sehr intensiv hier nochmal beschäftigt habe. Da geht es um die medizinische und pflegerische Weiterentwicklung, unter anderem auch die Forderung der Umsetzung des Expertenstandards Beziehungsgestaltung bei Demenz, der hier im DNKP erstellt worden ist, aber auch die Forderung nach gerontopsychiatrischer Fachweiterbildung, was die Pflege betrifft, fand ich sehr spannend. Aber wir kommen natürlich immer wieder auf den Punkt des, wie Sie es vorhin genannt haben, dass dort so häufig steht, wir wirken darauf hin, dass das und das passiert. Also das ist natürlich ein Dilemma, würde ich jetzt sagen, erstmal vorweg, der gesamten Demenzstrategie. Denn Sie werden niemanden finden oder kaum jemanden finden, der den Zielen und Maßnahmen in der Demenzstrategie widerspricht. Ich glaube, also ich kann mir kaum jemand vorstellen, der sagt, das sehe ich aber ganz anders. Vielleicht eine unterschiedliche Gewichtung. Aber widersprechen tut in diesem Demenzstandard niemand. Was einem fehlt, ist natürlich tatsächlich eine Verpflichtung an vielen, vielen Stellen. Sehen Sie das ähnlich? Ja, das sehe ich ähnlich. Also da hätten wir uns durchaus mehr gewünscht, aber das liegt so ein bisschen in einem Konstrukt begründet. Also es ist, wie gesagt, national, bis es unten ankommt bei der einzelnen Einrichtung. Da liegen viele Wege dazwischen. Da sind die Verbände dazwischen, da sind auf Länderebene und Kreisebene die Verbände. Die Einrichtungen, wir haben ja jetzt schon Einrichtungen, die in schlechten Zeiten Gutes leisten und andere, die damit größere Probleme haben. Und das hängt auch an den Köpfen, die vor Ort sind. Und wir sind insofern froh, dass das so explizit nochmal genannt worden ist. Auch der Expertenstandard an der Arbeitsgruppe war ich auch selbst beteiligt, war mir natürlich auch ganz wichtig. Klar, man kann sich immer mehr wünschen, hätten wir auch. Was der Vorteil von dieser Strategie ist, und deswegen würde ich es jetzt trotzdem nicht gering schätzen, dass diese Akteure auch durch diese Strategie als Partner weiter zusammenarbeiten. Wir haben viele Maßnahmen, wo mehrere Akteure
zusammen sind und immerhin diese Verpflichtung, auch ihre Untergliederung zu informieren, die ist ja da. Und was damit gemacht wird, das wird sicher vor Ort sehr unterschiedlich sein. Das sehe ich auch als schwierig an, genau wie Sie. Das ist ja der Knackpunkt. Aber es war auf der Ebene eigentlich auch nichts anderes zu erreichen, muss ich mal sagen, ja. Wir gehen gleich noch mal einmal kurz drauf ein. Wir nehmen noch den letzten Punkt, nämlich den der exzellenten Forschung zu Demenz. Wir haben ja, wir stecken, auch Deutschland steckt sehr viel Geld in die Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen. Ja, das DZNE an der Stelle zu nennen, die auch mitgearbeitet haben hieran. Was ich dort noch mal spannend fand, aber eigentlich nicht überraschend fand, war der Wunsch nach nach einer EU-weiten Vernetzung und überhaupt nach einer Vernetzung von Forschung. Ich war bislang davon ausgegangen, dass das sowieso geschieht, dieser Vernetzungsgedanke. Ist das nicht ein Bereich, der tatsächlich in unserem Land schon relativ stark gefördert wird? Also das DZNE kriegt sicherlich eine gute Unterstützung, das denke ich schon. Und auch die DZNE-Standorte untereinander sind bestimmt auch ganz gut vernetzt. Ja. Aber es gibt ja andere Arten von Forschung. Wenn man an pflegewissenschaftliche Forschung, die ist auch beim DZNE, aber mit geringerem Maße drin. Ja. Und es gibt natürlich auch noch viele andere Institutionen, die auch Forschung betreiben und nicht daran beteiligt sind. Oder wenn wir an die Versorgungsforschung denken. Und solange wir im Bereich Therapie nur sehr vage Versprechen für die Zukunft haben, ist es ja umso wichtiger, dass wir daran forschen, wie können die Menschen jetzt mit unseren Ressourcen, die wir ja nicht zu verschwenden haben, bestmöglich versorgt werden. Und dieser Bereich, den wollten wir auch mit, in diesem Handlungsfeld 4 ein Stück weit stärken. Ja, finde ich auch. Also man muss natürlich tatsächlich auch sagen, also auch wenn dort ein Paradigmenwechsel meines Erachtens in den letzten Jahren stattfindet, dass es auch so etwas überhaupt gibt, wie Versorgungsforschung, dass es wahrgenommen wird, gegeben tut es das ja schon lange, aber dass es wahrgenommen wird, ist es tatsächlich der Bereich auch für die Menschen oder den Menschen zu helfen, die es jetzt schon haben, die selbst wenn es neueste Erkenntnisse irgendwann gäbe, nicht mehr in den Genuss dieser Erkenntnisse kämen, sondern wo es eher darum geht, im Hier und Jetzt zu helfen. Und dazu brauchen wir sicherlich Versorgungsforschung. Das sind die 4 Handlungsfelder. Ich will jetzt einfach noch mal so ein paar Fragen stellen. Über eins sind wir schon mehrfach eingegangen. Trotzdem möchte ich so ein paar Zitate, um das noch mal deutlich zu machen. Zum Beispiel wird im ersten Handlungsfeld geht es als Maßnahme die hauptamtliche Koordinierung von Ehrenamtlichen. Dort heißt es, es wird angestrebt, die Zahl der hauptamtlichen Koordinatoren für das Ehrenamt auf kommunaler Ebene bis 2024 deutlich zu erhöhen. Wird als Maßnahme. Ein weiteres Programm zur Gewinnung von Ehrenamtlichen. Bis 2024 wird das BMBFSJ gezielt darauf hinwirken, dass sich der Anteil der Ehrenamtlichen im Bereich der Unterstützung von Menschen mit Demenz erhöht. Das sind genau diese Maßnahmen, über die wir auch vorhin schon einmal gesprochen haben. Ist das wirklich nicht anders machbar? Weil ich habe im gleichen Papier, der gleichen Demenzstrategie, nämlich auch anderes gefunden. Da heißt es zum Beispiel bei Angeboten für Kinder und Jugendliche zum Thema Demenz, bis Ende 2024 werden der Wettbewerb durchgeführt und das Praxishandbuch aktualisiert. Die Handreichung der KMK, der Kultusministerienkonferenz, wird bis Ende 2020 aktualisiert. Bis Ende 2022 werden Lehrmaterialien zur Verfügung gestellt. Bis Ende 2024 wird angestrebt an 250 Einrichtungen und so weiter und so weiter. Also sehr viel konkreter. Was ich sagen will, ist, dass natürlich zum einen diese Kritik, die ich vorhin geäußert habe, dass diese Maßnahmen häufig, na sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, vage sind, dass wir aber in der gleichen Demenzstrategie andere Punkte haben, wo es viel, viel konkreter wird, wo man sich viel mehr traut, Maßnahmen. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz in Ihren Augen? Naja, ich würde sagen, das liegt an der Struktur der Akteure. Also die Kommunen, der Bund hat keine Zugriffsmöglichkeiten auf die Kommunen direkt. Und da kann man nur appellieren, da kann man nur darauf hinwirken, dass die einzelne Kommune das macht. Und wir wissen ja, wie finanziell unterschiedlich die Kommunen aufgestellt sind, wie unterschiedliche Herausforderungen sie zu bewältigen haben mit Strukturwandel oder Abwanderung. Wobei gerade da, wo Abwanderung von jungen Leuten ist, wäre es eigentlich umso wichtiger, das Thema Demenz auf die Agenda zu setzen. Das wäre auch mein Gedanke. Aber es sind auch oft die Kommunen, die eben auch keine Steuereinnahmen haben oder wenig Geld. Ja. Also, und bei dem Praxishandbuch und dem Wettbewerb kann ich sagen, da sind wir ja in der Verpflichtung. Wir waren direkt beteiligt. Wir haben auch
satzungsgemäß ein großes Interesse, Maßnahmen für Demenz zu machen. Das ist unser einziger Satzungszweck, die Situation zu verändern. Und deswegen konnten wir uns natürlich verpflichten, also das Demenzhandbuch, da sind wir schon bei, das wird Ende spätestens Anfang nächsten Jahres fertig werden. Den Wettbewerb hätten wir auch dieses Jahr gemacht, den haben wir Corona-bedingt allerdings verschieben müssen. Also da liegt es auch an der Struktur der Akteure. Wir sind als Selbsthilfe auch in der Lage, relativ kurzfristig zu sagen, ja, machen wir packen das jetzt an. Während so ein Tanker kommunale Spitzenverbände das nicht so ein weiteres machen kann. Das gilt für viele Verbände auch. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wir reden ja, oder ich rede die ganze Zeit drumherum. Also im Grunde, ich habe das mir auch gesagt schon auf der Auftaktveranstaltung, hätte es nicht einfach eine klare Finanzierung seitens des Bundes gebraucht für die Maßnahmen, um Maßnahmen durchzuführen? Ich sage einmal, und offenbar liegen wir da gar nicht so weit auseinander, nochmal Ihre erste Vorsitzende sagt schon bei der Pressekonferenz zum Abschluss der Allianzen, von daher ist es richtig, mit einer nationalen Demenzstrategie gemeinsam weitere Ziele zu erarbeiten und umzusetzen. Dafür müssen auch Ressourcen bereitgestellt werden und Sie setzen noch mal einen drauf auf Ihrer Pressemitteilung jetzt zum Erscheinen der nationalen Demenzstrategie. Da wird nämlich nicht nur von den zehn Ringen gesprochen, sondern wir hätten uns für die Strategie mehr verbindliche Maßnahmen mit entsprechender finanzieller Förderung gewünscht. Da braucht es mich ja kaum, ja, also um das zu sagen. Also im Grunde sagen Sie es selbst, oder? Ja, natürlich, weil wir sprechen ja für die Menschen mit Demenz und die Angehörigen. Ja. Wir wollen, dass da tatsächlich konkret was rauskommt aus dieser Demenzstrategie. Und natürlich sind wir froh, dass es sie so gibt, so wie sie auch ist, weil es ist besser, als keine Strategie zu haben, aus unserer Meinung. Aber natürlich als Stimme der Betroffenen wünschen wir uns auch immer mehr. Und dass es kein Geld gibt, also es gibt kein Budget für die gesamte Strategie, aber die einzelnen Ministerien haben ja schon für bestimmte Maßnahmen auch Gelder vorgesehen. Aber das wird, denke ich, in den nächsten Jahren zähes Ringen sein. Also jetzt für dieses Jahr und vielleicht auch für nächstes Jahr ist da schon vielleicht was vorgesehen. Aber ich glaube, das wird jetzt in den nächsten Jahren auch noch mal sehr anspruchsvoll werden, weil wir haben jetzt auch Corona-bedingt einfach viele, viele andere Baustellen. Und ich denke, dass die Finanzierung dieser Maßnahmen jetzt auch nochmal, das ist so ein bisschen unsere Befürchtung, doch möglicherweise nochmal zur Disposition gestellt wird. Ja. Ich kann die Befürchtung bestätigen, denn auch in der nationalen Demenzstrategie steht, alle Akteure bringen sich im Rahmen ihrer eigenen Zuständigkeit und den nach geltenden Haushalts- und Finanzplanung zur Verfügung stehenden Mitteln ein. Was so viel heißt wie, gucken wir mal, wie viel da ist. Aber wenn wir nochmal auf den europäischen Vergleich gehen, wenn man in manche andere Länder guckt, da sieht es auch nicht anders aus. Das also, macht es nicht unbedingt besser. Nein, aber ich muss doch mal die Menschenstrategie ja in Schutz nehmen. Aber auch an der Stelle, wir kommen ja immer an die gleiche Stelle, auch an der Stelle werden wir niemanden haben, der uns widerspricht, dass es dafür Geld gibt. Ja. Der Punkt ist nur der, wie können wir es durchsetzen, dass das natürlich mit Finanzierung unterhinterlegt sein muss? Anders wird es nicht gehen, denn wenn die Verbände, Ihre Organisation, viele andere Organisationen, die werden nicht aus Bordmitteln diese Maßnahmen, die sie dort beschlossen haben, richtigerweise beschlossen. Ich zumindest habe bei dem ersten zweimal Lesen nichts gefunden, wo ich nicht hätte sagen können, ja, finde ich prima. Aber das werden ja nicht die Verbände oder die Kommunen. Ja, wir müssen nicht über die Finanzen der Kommunen sprechen an der Stelle, weil die meisten von uns wissen, selbst wenn man kein Politiker ist und sich nicht in der Lokalpolitik umtut, dass es den meisten Kommunen nicht besonders gut geht. Das heißt also, ist die nationale Demenzstrategie ein zahnloser Tiger? Also ich würde sagen, an manchen Stellen nein, weil es gibt zum Beispiel Geld für diese Erschaffung von den lokalen Allianzen. Es gibt auch für manche andere Projekte Geld. An manchen Stellen könnte sie ein zahnloser Tiger bleiben. Aber ich hoffe doch, dass wir dadurch, dass wir das verschriftlich haben, dieses Bekenntnis doch an der einen oder anderen Stelle auch darauf zeigen können und sagen, hier gibt's diese Verpflichtung von allen Beteiligten. Und wenn es darum geht, zu entscheiden, gibt man hierfür oder dafür Geld aus, dass man vielleicht doch mit Hintergrund dieser Strategie vielleicht an der einen oder anderen Stelle Geld kriegt. Dass nicht alle Wünsche erfüllt werden und nicht für alle 162 Maßnahmen jetzt das Füllhorn ausgeschüttet wird, das kann ich mir allerdings auch nicht vorstellen. Kann ich mir auch nicht vorstellen, wäre aber wünschenswert. Okay, dann frage ich mal sozusagen in meiner Funktion sozusagen auch als Wissenschaftler. Nun hat es diese Akteursgruppe gegeben, die diese nationale Demenzstrategie gemeinsam erstellt hat. Und wenn ich das so lese, selbst als Wissenschaftler aus einer Institution, dann lese ich, dass die ganzen Wissenschaftler und die ganzen Akteure sozusagen sich selber in dieser
Demenzstrategie eingetragen haben, dass Sie auch diese Maßnahmen, die Sie sich überlegt haben, machen. Nun gibt es ja viele, viele andere Organisationen, auch Universitäten, freie Institute, die sicherlich auch gute Arbeit machen könnten. Die Frage ist, wie geschlossen ist diese Maßnahmengruppe der Akteure oder können sich auch, das ist sicherlich für viele andere Wissenschaftler, aber auch viele andere Praktiker, reflektierte Praktiker interessant, also inwieweit ist das Ganze durchlässig und man kann sich selber an diesen Maßnahmen beteiligen oder für die Durchsetzung von Maßnahmen bewerben oder wie auch immer? Oder ist das ein geschlossener Kreis? Naja, viele Maßnahmen sind ja auch so formuliert, dass man alle möglichen Akteure noch mit ins Boot nehmen genau, kann. Genau, das steht bei vielen dazu, ja. Ja, und die Strategie lebt an vielen Stellen von Kooperation. Von daher glaube ich, wenn Leute freiwillig sagen, wir wollen noch dies oder jenes umsetzen, glaube ich nicht, dass da jetzt großer Widerstand kommt. Mhm. Man hat jetzt aber auch nicht Leute, die noch nichts davon wissen, nicht mit eingeplant, so auf der anderen Seite. Ne? Aber, wird es Ausschreibungen geben, zum Beispiel um Maßnahmen durchzusetzen? Das kann nur an der einen oder anderen Stelle passieren. Grundsätzlich, glaube ich, sind ja da viele Akteure dabei, die auch handlungsfähig sind, also die darauf hinwirken sollen, auf ihre Untergliederung, die zum Beispiel, wenn man an diesen Versorgungspfad denkt, im Handlungsfeld 3, die ja Vertreter in eine Arbeitsgruppe entsenden, um da gemeinsam zu arbeiten, ob es da Gelder gibt, um noch jetzt sowas auszuschreiben, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Das wird auch eine Frage der Ministerien sein, die sich da verantwortlich fühlen. Das kann ich mir, also weiß ich einfach nicht. Okay. Kommen wir zu meinem letzten Kritikpunkt. Wir haben ihn ganz am Anfang schon einmal angesprochen. Ich möchte noch mal ein bisschen unterfüttern, nämlich mit einer Maßnahme, die in der nationalen Demenzstrategie im Bereich der Forschung steht. Dort steht nämlich, also da geht es darum, das Ziel ist, die Partizipation in der Demenzforschung zu verbessern, ist eine Maßnahme oder ist ein Ziel, Entschuldigung, aus dem vierten Handlungsfeld. Und die Maßnahme dort lautet, Alzheimer Europe empfiehlt, dass Menschen mit Demenz gleichberechtigt mit Forscherinnen und Forschern zusammenarbeiten und so im gesamten Forschungsprozess involviert werden. Dies soll bei Bedarf mit entsprechender und angemessener Unterstützung erfolgen. Eingedenk dessen, was Sie schon zu Beginn gesagt haben, stelle ich die Frage etwas anders. Ist das überhaupt nicht möglich, Demenzerkrankte auch in so einer Entwicklung direkt, nicht so wie Sie es geschildert haben, Sie sagen, Sie haben sich rückversichert, Sie haben Gruppenworkshops gemacht, aber direkt auf Augenhöhe mit Unterstützung, mit Forschern, mit reflektierten Praktikern, mit Ministerien zusammenarbeiten zu lassen? Also jetzt in den Arbeitsgruppen bei der Entwicklung, meinen Sie jetzt? Ja. Ja, es ist immer so die Frage. Wir befinden uns immer in diesem Dilemma, partizipativ und zu arbeiten, was wir in unserem Beirat auch versuchen. Der ist natürlich ganz anders strukturiert als so eine Arbeitsgruppe, die sich 3-4 Stunden mit einem Wust von Papieren und diversen Rednern in so einer Arbeitsgruppe trifft. Wenn wir uns mit unserem Beirat treffen, wo wir durchaus auch schon Forschungsprojekte aus der Versorgungsforschung, also Forscher eingeladen haben, mit dieser Gruppe zu diskutieren, das haben wir zweimal gemacht und Alzheimer Europe macht das noch viel regelmäßiger als wir, da nehmen wir uns ganz viel Zeit. Wir haben ganz wenig Themen. Wir machen es meistens mit Übernachtung, damit die Leute auch Ruhephasen haben. Und man stellt sich immer die Frage, wenn man da jetzt eine Person in so eine Arbeitsgruppe setzt, ist das eigentlich ein partizipatorisches Mitarbeiten oder ist das ein Feigenblatt? Um es mal ganz hart zu sagen. Ja? Das ist die andere Seite. Ich könnte natürlich fragen, wäre es nicht ein Versuch wert gewesen? Ja, wir haben das auch durchaus überlegt, ob wir noch einladen sollen am Anfang. Aber das hat sich dann noch mit den Ereignissen so überschlagen, auch mit diesen Terminen, mit dieser Termindichte. Im Januar war diese Auftaktveranstaltung. Im September, Oktober waren die letzten dieser Treffen. Es ging in einem rasanten Tempo irgendwie voran mit Terminfindung, mit Papieren, dass wir das durchaus zwischendurch mal überlegt haben. Es sollte eigentlich auch nochmal, es war auch überlegt, mal so ein separates Treffen zu allen Handlungsfeldern zu geben, auch mit mehr Angehörigenvertretern. Aber auch das konnte aufgrund dieses Zeitdruckes überhaupt nicht mehr stattfinden. Letzte Frage. Von daher sind wir sehr froh, dass es im Handlungsfeld 4 dieses, wie macht man es eigentlich richtig, auch gerade partizipative Forschung zu machen, dass das als eigener Baustein auch da drin ist, weil wir wissen, wie schwierig das ist. Wobei es da ja einige Beispiele gibt, auch schon bereits. Ja, klar. Ich habe ja auch gerade gesagt, wir haben es auch schon ein paar Mal gemacht, dass wir Forscher zu unserem Beirat eingeladen haben und die Sachen dann da direkt diskutiert haben mit den Menschen. Genau. Letzte Frage zu dem Themenfeld.
Wird in der Steuerungsgruppe denn jemand, die Personengruppe selbst vertreten sein? Denn es gibt ja eine Steuerungsgruppe, also es wird jährlich, soll es Treffen geben bis zum Jahr 2026. 2026 soll sozusagen, also es soll die ganze Zeit ein Monitoring geschehen, das heißt die Maßnahmen, die gemacht werden oder auch die nicht gemacht werden, erfasst werden, um sozusagen auch zwischenzeitlich womöglich korrigieren zu können an bestimmten Stellen. Und 2026 soll es dann sozusagen ein abschließendes Urteil darüber geben, um die nationale Demenzstrategie weiterzuentwickeln. Was ich im Übrigen gut finde, denn es ist schon von vornherein mitgedacht, dass sie weiterentwickelt werden muss. Das Ganze wird begleitet also von einer Steuerungsgruppe und dort dann die letzte Frage zu diesem Thema nochmal. Wäre es nicht sinnvoll, da wenigstens Menschen mit Demenz mit einzubeziehen oder ist das schon gemacht? Also bisher haben wir noch keine Verabredung getroffen, wie in welcher Form jetzt diese Steuerungsgruppe arbeiten soll. Die hat sich auch im Übrigen in diesem ganzen Prozess der Erarbeitung der nationalen Demenzstrategie nur zweimal getroffen. Mhm. Also einmal ganz zu Beginn und einmal noch kurz vor Ende. Oder ja. Mhm. Also von daher, wir haben noch nicht verabredet, genau, wie sie jetzt arbeiten wird. Aber denkbar ist das durchaus. Also das fände ich auch. Also wäre ja vielleicht noch mal eine Anregung. Gut, kommen wir zum Fazit. War es der gewünschte große Wurf oder ein kleiner Wurf, der aber noch groß werden kann? Wie würden Sie es einschätzen? Na, das trifft es eigentlich ganz gut, Ihre letzte Formulierung. Der ganz große Wurf, ich glaube, dafür sind wirklich zu viele Worte wie ist zu prüfen, zu mitwirken, wirken darauf hin und diese ganzen Redewendungen, die Sie ja schon erwähnt haben, drin, aber ich denke schon, dass es ein kleiner Wurf ist und was wir daraus machen, das liegt ja jetzt endlich an uns allen. Also diese Chance haben wir ja. Bis 2026 ist auch ausreichend Zeit. Also es ist kein kurzes Aufflammen und die Akteure kennen sich mittlerweile auch ganz gut und ich finde, dieser Wert, der ist auch nicht gering zu schätzen. Wir haben früher als Selbsthilfeorganisation öfter mal versucht, wenn ich an, sag ich jetzt mal, 5 bis 10 Jahre zurückdenke, ich kann ja über einen langen Zeitraum zurückdenken. Sie sind seit 2000, glaube ich, Geschäftsführerin, ja? Ja, genau. Und seit 97 arbeite ich für den Verein und von daher kann ich mich erinnern, dass wir am Anfang weder zur Anhörung im Bundestag eingeladen waren, noch Kontakt zu irgendwelchen anderen Playern groß hatten. Und durch diese Strategie sind da doch ganz andere Türen geöffnet. Man spricht partnerschaftlicher miteinander, auch die Akteure untereinander, die sich ja auf in vielen Gremien und auf vielen Bänken treffen. Da hat sich doch in den letzten Jahren auch durch die Mitwirkung in der Patientenbeteiligung, Pflegebedürftigenbeteiligung doch einiges getan. Und das finde ich ist ein großer Mehrwert, ja, dass man einfach sich kennt, auch gemeinsam überlegen kann, damit auch den Horizont erweitert, auch die Probleme der anderen Seite kennt. Klar, wir wünschen uns immer mehr, das sagte ich ja schon, aber wir können natürlich auch nicht umhin auch die Probleme der anderen Seite, wenn man gerade zum Beispiel an den Personalmangel denkt, der ist ja nicht aus der Welt zu schaffen jetzt mit der nationalen Demenzstrategie. Und das ist zu viel erwartet, jetzt von dieser Strategie zu denken, dass wir damit jetzt alle Probleme in der Demenzversorgung lösen. Also diese Erwartung darf man auch eigentlich gar nicht haben. Und von daher sollten wir jetzt das Beste daraus machen. Wir haben sie jetzt und wir haben jetzt 6 Jahre fast Zeit, da gemeinsam zu arbeiten. Was glauben Sie, werden Menschen mit Demenz schon innerhalb der nächsten 2, 3 Jahre in ihrem Umfeld Veränderungen feststellen können, initiiert durch die nationale Demenzstrategie? Also sicherlich nicht alle, aber ich hoffe doch an der einen oder anderen Stelle, wenn wir erstmal die ersten Busfahrer geschult haben, dass doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle Menschen mit Demenz, wenn sie noch im Bus sitzen, auf einen verständnisvollen Busfahrer treffen. Ja, das ist natürlich echt ein Riesenbrocken. Aber man kann ja nur an irgendeiner Stelle anfangen. Also wir haben gerade jetzt schon eine Maßnahme umgesetzt. Wir haben jetzt gerade schon ein Treffen gemacht für junge Erwachsene von Angehörigen von FTD-Erkrankten, die sich jetzt sofort vernetzt haben, auch untereinander. Und ich glaube, dass man auf dieser Basis mit so vielen kleinen Maßnahmen schon für Gruppen von Betroffenen was Gutes tut. Aber natürlich werden wir jetzt nicht alle 1,6 Millionen auf den Schlag erreichen. Naja, und wir haben ja jetzt auch sozusagen schon eine Maßnahme verwirklicht, die das ZQP demnächst machen sollen. Also eine Plattform, wo die Inhalte der Strategie und die Maßnahmen und überhaupt Wissen zum Thema Demenz verbreitet werden sollen in einer Sprache, die Menschen verstehen. Ich hoffe, das ist uns gelungen. Ich habe 2 letzte kleine Anmerkungen. Wollte ich Ihnen vorhin schon sagen, habe ich aber nicht mehr dran gedacht. Die Ergotherapie habe ich sehr vermisst in dem ganzen Papier. Fehlt mir sehr, wo wir doch auch wissen aus Reviews,
dass gerade als nicht medikamentöse Maßnahmen Ergotherapie eine der wenigen auch nachweisbar wirkungshaften Maßnahmen sind. Und ich fand es ein bisschen dünn noch im Bereich Digitalisierung, muss ich sagen, die ganze Strategie. Empfinden Sie das auch so? Der Verband der Ergotherapeuten war nicht dabei, oder? Nee, der Verband der Ergotherapeuten war meines Wissens nicht dabei, aber da gibt es, glaube ich, sogar zwei, also ich weiß es gar nicht. Ja, also wir sind durchaus immer wieder mit den Ergotherapeuten in Kontakt, auch wenn wir Kongresse machen oder so. Und Sie finden ja auch Erwähnung zunehmend in den medizinischen Leitlinien. Und da wir ja diesen Versorgungspfad gemeinsam erarbeiten, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, dass wir an die Ergotherapeuten auch zu diesem Zeitpunkt noch denken. Ja. Und das mit der Digitalisierung, ja, das war sogar vorher ein Querschnittsthema, was an verschiedensten Stellen auftauchte. Manchmal ist es ja so, dass Themen zunächst überall sind und dann schiebt man sie von hier nach da. Wir haben sie noch in der AG2, auch mit dem Prüfauftrag drin. Ja, steht auch was von Telemedizin, ja. Steht da noch. Aber tatsächlich gerade noch mal ausgelöst durch die Corona-Geschichte. Es hat gerade das Cochrane-Institut hat gerade ein kurzes Review rausgebracht über Studien zum Thema Videotelefonie mit Demenzerkrankten. Und sagt selber, es gibt im Grunde fast keine Studienlage dazu, sondern uralte Studien aus Taiwan dazu. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass wir da nochmal genau hinsehen müssen, denn Social Distancing, Einsamkeit und so weiter gibt's ja nicht erst seit Corona und wird es auch nach Corona weitergeben. Denn es sind nicht nur die Viren, die die Menschen daran hindern, Menschen mit Demenz zu besuchen. Also insofern wäre sicherlich auch nochmal Digitalisierung, vor allen Dingen vor dem Hintergrund neuer Generationen, die irgendwann demenzkrank werden, nämlich auch unsere Digital Natives, die ganz anders mit diesen Dingen umgehen, sicherlich nochmal ein wichtiges Thema. Aber nichts hindert uns auch, zu dem Thema zu arbeiten, auch wenn es nicht in der nationalen Demenzstrategie steht. Haben Sie recht. Das haben wir ja heute zum Teil gemacht. Von meiner Seite war es das erstmal. Noch etwas, was Sie unbedingt loswerden wollen? Nee, ich finde es gut, dass wir solche Formate auch wie heute haben, um die Ziele der nationalen Demenzstrategie und auch diese Aufforderung, dass alle jetzt, auch die, die vielleicht jetzt noch nicht namentlich genannt sind, sich dafür einsetzen. Das finde ich gut und das sollten wir auch weiter so machen. Dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben hierfür. Und liebe Hörer, liebe Seher, wir werden das Ganze auf dem Blog des Dialogzentrums Leben im Alter www.dzla.de und im Podcast Wissenstransfer des Dialogzentrums können Sie das nachhören und nachsehen.